Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Two Point Hospital. Während die Pflanzen hier... Oh, hier ist alles ziemlich voll. Erlege 5 Monobiester. Ich nehme es einfach mal an. Keine Ahnung, was das heißt, aber... Das Gebäude-Upgrade ist fertig. Wir könnten also hier noch weiterbauen. Aber was anderes ist mir aufgefallen. Die ganzen Läden hier sind ziemlich voll. Ich glaube, wir brauchen hier mal eine zusätzliche Schwester. Und hier fehlt eine. Ach du lieber Gott. Einstellen. Habst du das ungute Gefühl, dass uns die Leute gleich wegsterben, weil wir einfach nicht schnell genug sind? Nicht geheilt, geheilt, aha. Ja, und von schlechterem Personal müssen wir uns auch noch trennen. Jedenfalls. Wir hätten natürlich noch Platz, eine weitere Station aufzumachen. Das mit den Warteschlangen funktioniert auf jeden Fall jetzt schon mal besser. Das haben wir schon mal hingekommen. Und dem fehlt was. Durstig, motiviert, charmant. Ja. Okay, dann darf ich natürlich auch eine Pause machen. Okay, der Medikamentenmixer. Da brauchen wir auch einen zweiten Raum, weil der ständig überlastet ist. Das heißt, bauen wir mal hier noch eine kleine Apotheke hin. Das geht, glaube ich, nicht. Ich glaube, diese eine Arztpraxis ist viel zu groß geworden. Kann ich denn jetzt noch das Upgrade machen? Konnte ich das schon die ganze Zeit machen und hab das noch nicht gesehen oder was? Bin ich so doof? Nee, ich kann nur das upgraden. Die ganzen anderen Sachen kann ich nicht upgraden. Die haben wir schon gemacht. Nö. Das ist offenbar so. Aber damit haben wir auch diese Aufgabe, 2-Sterne-Krankenhaus, erfüllt. Wenn wir hier das Upgrade durchbekommen. Was ist das denn hier? Hallo, junger Mann. Geist von Behandlung fehlgeschlagen. Normalerweise können die das doch. Eigentlich können die Hausmeister ja die Geister entfernen. Ungültig für dieses Zimmer. Ich habe so das ungute Gefühl, dass was mit der Langeweile, das kriegen wir nicht hin. Also, dass unsere Leute keine Langeweile mehr haben. Was ist hier los? Hä? So viel Dreck rumliegen. Das ist natürlich auch ein Klassiker, ne? Dass die Gäste alles vollkotzen. Und da haben wir es. Umtöpfer 2. Und das heißt,
Wir können den jetzt upgraden. Für 10.000. Damit können wir die Krankenhausstufe 12 erreichen und 4 Gebäude besitzen. Wobei wir die noch gar nicht alle brauchen. Ja, natürlich. Also wir haben jetzt natürlich immer nur, ne, die Ärzte aufgestockt und so weiter. Und Dr. Allison irgendwas ist sehr unzufrieden und droht zu gehen. Sekunde mal, dann wollen wir mal schauen. Also Zufriedenheit. Allison Gorg. Ich darf jetzt erstmal eine Pause einlegen. So, und hier haben wir sowas Komisches. Hier können wir irgendwie Beförderung. Was ist denn, wenn wir denen wirklich deutlich mehr zahlen, dass die wirklich alle mehr zufrieden sind? Ich habe halt die Sorge, dass wir dann keinen Gewinn fahren, aber... Also Gewinne sind so heftig. Ich fast sagen würde, wir probieren es einfach mal. Das ist natürlich jetzt ein riskantes Unterfangen. Aber wir testen ja noch. Natürlich können wir das auch mit, was ist denn eigentlich mal hier? Schöne Umgebung. Natürlich können wir das auch mal kompensieren, indem wir so ein bisschen, an anderen Sachen arbeiten. Ne? Also in den Pausen könnte man, glaube ich, sogar arbeiten und dann einstellen, in welchen Fachbereichen. Ich denke mal, dass die Ärzte auch zufriedener sind, wenn die in ihrem jeweiligen richtigen Weiterbildung benötigt für Fortbildung, ja. Wenn die in dem richtigen Fachbereich tätig sind, dass sie dann auch nochmal besser werden. Schauen wir mal, ob sich das jetzt auswirkt, sowohl auf unsere Finanzen. Natürlich wird es das. Aber sowas bei allen machen. Also bei denen, die jetzt wirklich schon hier irgendwie... Was ist denn hier die Personalenergie? Bei welchen ist die denn niedrig? Aufnahme. Da brauchen wir doch mal noch ein paar, einen Assistenten. Damit die sich häufig abwechseln können. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die Finanzübersicht. Wenn dann das Gehalt gezahlt wird, dann wird es wahrscheinlich, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen traurig werden. Wobei wir hier einen Gewinn hatten von 57.000 und wir haben jetzt irgendwie gefühlt für 50.000 den Mitarbeitern mehr Geld gegeben. Also, ich habe das ungute Gefühl. So, dann gucken wir mal, der Umtöpfer 2, das habt euch bestimmt auch interessiert, habe ich so schnell weggeklickt. Ich drehe mal gerade einen Schluck. Verbesserte Extraktionsleistung, plus 25% Behandlungsvermögen. 37 Tage dauert das. So lange können wir natürlich jetzt keine Umtöpferpatienten bedienen. Und was natürlich auch ein Problem ist. Ich hoffe, da haben wir nicht so viel, ne? Wer stirbt denn hier schon wieder? Dreckiges Mundwerk. Ach, der wird gerade bedient, okay. So, da ist der Monat rum. Hat sich entschieden, doch zu bleiben. Na, sowas. Und dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir gleich die dicke Kohle zahlen. Einnahmen, Ausgaben, ja.
ne? I think you get the idea. Hier sehen wir also eine deutliche Gewinnwarnung, würde das, glaube ich, heutzutage heißen. Und hier sehen wir, wie die Ausgaben deutlich angestiegen sind. Aber nicht so viel, wie ich es gedacht hätte, oder? Hättet ihr gedacht? Mehr, weniger? Das sollte aber insgesamt natürlich dazu führen, dass wir in der Gesamtinformationsübersichtsgelegenheitsdings, wo war denn die schon wieder? Patienten, Personal. Wo war denn? Schon wieder im Stehen warten, ja, aber warum müssen wir überhaupt warten? Alter, was für eine Völkerwanderung ist hier schon wieder los? Und wir haben immer noch nicht genug Arztpraxen, das ist echt ein Problem. Aber, warte mal, Personal, Zimmer, Gegenstände. Until I realized it was facing the wrong way and just looking at the tent wall. Ruf großartig, sehr schön. So, da kommen jetzt wahrscheinlich hier so Mitarbeiter total unzufrieden, weil du doof. Damit können wir leben. Aber wo war denn hier? Also ich suche gerade diese komischen Bestenlisten, aber ich weiß nicht mehr, wo wir die hatten. Ich glaube, das PC wird auch zu klein mit der Dauer. Ich werde brauchen nochmal weiteren Empfang. Aber hier warten auch schon wieder so viele. 2, 4. Wer heilt, hat recht, heißt es ja immer. Wo war das? Omi-Patienten? Insgesamt glaube ich auch, dass wir immer noch einen Hausmeister brauchen, ehrlich gesagt, weil das alles ein bisschen dünn aussieht. Nun ja. Spaßbremse. So, mit jedem Level kriegen wir neue Gegenstände. Es sind aber jetzt im Moment keine, wo ich sagen würde, sollten wir es unbedingt dazu holen. Außer vielleicht, dass wir die Mülltonnen mal austauschen. Denn die müssen seltener geleert werden, die großen. Aber wir haben hier draußen kaum welche stehen. Mal die mal verkaufen. Ah, oh, jetzt geht das los, ne? Das ist ja alles vollkotzen. Da habe ich ja drauf gewartet. Ja, wenn ihr auch ein Spiel spielen wollt, wo Leute euch alles vollkotzen, dann Link in der Videobeschreibung 17% sparen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Two Point Hospital. Und dann schauen wir mal, dass wir die nächste Krankenhausstufe erreichen. Natürlich. Station, das sieht ganz gut aus. Eventuell sollten wir nochmal so ein paar Krankenhaus-Zubehörteile wirklich nochmal freischalten, die wirklich anders sind. Mal schauen, ob das irgendwas bringt. Und dieses Zimmer zum Beispiel ist ja eine komplette Katastrophe. Und hier haben wir jetzt den ersten, der mit der Maschine Stufe 2 bedient wird. Gucken wir mal, ob wir da eine Belohnung bekommen. Und ich würde sagen, diesen Raum müssen wir noch umbauen. Und da können wir aber wirklich mal gucken, da mit Mülleimer und allem drum und dran, was das so bringt. So, in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.